Herzlich willkommen in der Machbar Academy. Mein Name ist Sönke. Mit Sicherheit habt ihr euch schon mal gefragt, wie man in der Küche so eine Arbeitsplatte austauscht. Und die Antwort, die geben euch Felix und Sarah in unserem Video. Das Zuschneiden und Einbauen einer Arbeitsplatte ordnen wir in die Kategorie 4 von 5 ein. Für das Projekt solltet ihr einen ganzen Tag einplanen und das Ganze geht ihr am besten zu zweit an. Im ersten Schritt demontieren wir die alte Arbeitsplatte und dann wird die neue Arbeitsplatte angepasst. Nachdem wir den Ausschnitt für das Kochfeld und die Spüle zugesägt haben, können Spüle und Kochfeld schon eingesetzt werden. Und zu guter Letzt machen wir uns an den Feinschliff. Und jetzt Ärmel hoch und ran an die Arbeitsplatte. Die neue Küchenplatte steht bereit, um eingebaut zu werden. Bevor es losgeht, solltet ihr euch Werkzeug und Materialien zurechtlegen, damit die Arbeit gleich schneller von der Hand geht. Anschließend könnt ihr Schranktüren und Schubladen abschrauben, denn so kommt man gleich überall gut dran. Vergesst bitte nicht, das Wasser abzudrehen, bevor ihr an den Rückbau der Spüle geht. Um die Spüle zu entfernen, schraubt ihr zunächst die Eckventile los und demontiert die gesamte Ablaufgarnitur. Die Spüle ist meist noch mit Schraubklemmen an der Arbeitsplatte befestigt. Löst diese Schrauben mit einem Schraubendreher und dann könnt ihr die Spüle rausnehmen. Anschließend lösen wir alle weiteren Verschraubungen der Arbeitsplatte mit den Unterschränken. Und Vorsicht bei Strom. Der Herd, der ist oftmals an den Starkstrom angeschlossen. Geht also da nochmal auf Nummer sicher, dass die Sicherung auch ausgeschaltet ist und löst dann erst den Stecker unter dem Kochfeld. Und sobald das geschafft ist, könnt ihr auch schon die Arbeitsplatten abnehmen. Um Küchenarbeitsplatten zu verbinden, gibt es übrigens unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste davon ist es, mit einem Plattenverbinder zu arbeiten. Bei der Methode werden beide Platten auf Stoß aneinander gelegt und dann mit einer Schiene verbunden. Diese Methode erzeugt weniger Verschnitt, allerdings entsteht eine Erhebung im Übergang. Die nächste Option ist der Gehrungsschnitt. Hierbei werden beide Platten im 45-Grad-Winkel verbunden. Ihr löst das mit dem sogenannten Doppelschnitt. Beide Platten werden übereinander gelegt und zugeschnitten. So passen sie perfekt zusammen. Die dritte Option ist der Konturfrässchnitt. Hier folgt ein diagonaler Schnitt auf einem kurzen Abschnitt von ein paar Zentimetern. Der zweite Schnitt erfolgt parallel zur Kante der Arbeitsplatte. Die anliegende Arbeitsplatte muss nun in derselben Form passend zurechtgesägt werden, so dass sie sich wie ein Puzzleteil einfügt. Verschnitt wird bei der Methode kaum erzeugt. Wenn ihr euch für den Konturfrässchnitt entscheidet, braucht ihr auf jeden Fall einen Profi an der Säge. Zum Beispiel könnt ihr euch die Platte im Obi-Zuschnittservice zurechtschneiden lassen. Wir haben uns für die erste Variante entschieden und arbeiten mit einem Plattenverbinder. Um unsere Platte jetzt anzupassen, müssen wir zunächst die neue Platte auflegen. Und wichtig ist es zu wissen, dass die meisten Wände nicht im exakt rechten Winkel zueinander stehen, sondern minimal abweichen. Um diesen Umstand auf die Platte zu übertragen, legt ihr sie auf der langen Seite bündig an und zeichnet am anderen Ende mit Hilfe einer Wasserwaage den Wandverlauf ein. Um die Platte nun an der Schnittmarkierung zurechtzuschneiden, legen wir sie auf Holzböcke und verwenden eine Handkreissäge mit Führungsschiene. Wenn ihr gerade keine passende Führungsschiene zur Hand habt, könnt ihr euch, wie wir hier, ganz einfach eine selber bauen. Messt den Abstand des Sägeblattes zur Kante der Führungsplatte und mit diesem Abstand legt ihr eine gerade Holzlatte als Führungsschiene parallel zu eurer Schnittmarkierung auf die Arbeitsplatte. Dann befestigen wir die Latte mit zwei Schraubzwingen und fertig ist eure Führungsschiene. Und jetzt könnt ihr den Überstand einfach sauber abtrennen. Vergesst hier aber bitte nicht, Schutzbrille und Gehörschutz zu verwenden. Wenn ihr euch bei der Bedienung mit der Handkreissäge unsicher seid, führt lieber ein paar Probeschnitte durch, bevor ihr euch an den Schnitt wagt. Wir setzen die Platte nun erneut an und sehen, sie schließt bündig in der Ecke und der Längsseite an. Im nächsten Arbeitsschritt geht es darum, die Aussparungen für das Kochfeld zu sägen. Dafür markieren wir zunächst die Breite des Herdes und übertragen die Breite mithilfe eines Winkels oben auf die Platte, denn das Kochfeld soll genau mittig über dem Backofen sitzen. Legt es dann umgedreht auf die Arbeitsplatte und zeichnet den Umriss an. Da das Kochfeld eine Auflagenfläche braucht, um nicht durch die Aussparung zu fallen, verkleinern wir das Außenmaß. Dafür messt ihr dann einfach den Abstand zwischen Setzklammern und der Außenkante der Herdplatte. In unserem Fall sind das 1,3 cm.
Dann übertragt ihr die Maße auf die Arbeitsplatte. Dieses Innenmaß wird später ausgeschnitten. Und da die Platte uns noch ein wenig zu lang ist, wollen wir sie etwas kürzen. Dafür markieren wir uns die Schnittlinie an der Unterseite der Arbeitsplatte. Jetzt legen wir die Platte wieder auf unsere Holzlatten. Und weil wir die Platte nicht bündig zum Schrank abschneiden wollen, addieren wir 1,5 cm Überstand und zeichnen uns die neue Schnittlinie an. Dann die Schiene befestigen, an die Sicherheitskleidung denken und den Überstand einfach absägen. Um das Innenmaß des Kochfeldes auszusägen, setzen wir die Platte auf die Arbeitsböcke, denn dafür wollen wir den Tauchschnitt anwenden, da wir nicht einfach am Rand ansetzen können. Positioniert das Sägeblatt also auf der Schnittlinie, startet die Säge und taucht nun gleichmäßig nach unten in das Holz ein. Und sitzt die Säge auf, könnt ihr die Linie ganz langsam entlangfahren. Die Ecken, die sägen wir dann noch mit der Stichsäge aus, denn die erreicht das Sägeblatt der Handkreissäge nicht. So, die Ecken sind durch, der Ausschnitt kann also weg und das Kochfeld, ja, das passt auf jeden Fall. Bevor es aber endgültig eingesetzt werden darf, müssen wir den Ausschnitt mit hitzebeständigem Silikon versiegeln. Verteilt das Silikon dafür mit der Kartuschenpistole auf den Innenseiten und verstreicht das Ganze anschließend mit einem Japan-Spachtel. Zur Isolierung und Schutz vor Dampf und Feuchtigkeit kleben wir an der Vorderkante noch einen Aluminiumklebestreifen auf die Unterseite, genau da, wo sich die Backofenöffnung befindet. Und dann kann der erste Teil der Arbeitsplatte schon aufgesetzt werden. Jetzt können wir uns um die zweite Platte kümmern. Dazu legen wir sie ebenfalls auf ihre Position. Durch die ungeraden Wände sind die beiden Platten nicht ganz bündig. Also müssen wir auch die zweite Platte erst einmal anpassen. Legt dazu einen Winkel genau an der Kante der ersten Platte an und übertragt diese auf die zweite Platte. Dann wieder hinlegen und mit Hilfe der Führungsschiene und der Handkreissäge zuschneiden. So, und im nächsten Schritt kann die Platte dann wieder drauf. Nochmal ranschieben. So, jetzt passt's. Auch hier möchten wir den seitlichen Überstand noch kürzen und damit das Fenster noch problemlos aufgeht, schneiden wir die Platte an dieser Seite bündig zum Unterschrank zu. Also heißt es wieder Führungsschiene, Kreissäge und ab damit. Dann geht es jetzt an den Ausschnitt für die Spüle. Legt euch dafür die Spüle umgedreht auf zwei Böcke und schraubt erstmal die Fleckschläuche und die Ablaufgarnitur ab. Entfernt den Wasserhahn und legt das Becken umgedreht auf den zukünftigen Platz. Achtet darauf, dass der Abstand zur Kante gleichmäßig ist und klebt dann rundum die Spüle mit Kreppband ab. Damit die Spüle später nicht durch das Loch fällt, reduzieren wir das Außenmaß auf jeder Seite um 1 cm. Dieses Innenmaß, das zeichnen wir dann auf das Kreppband, denn das können wir nämlich später einfach wieder abziehen und die schöne neue Arbeitsplatte bleibt sauber. Habt auf jeden Fall auch ein Auge darauf, dass ihr euer Spülbecken nicht zwischen zwei Unterschränken positioniert. Sollte das der Fall sein, weil euer Spülbecken zu groß ist oder es geht einfach nicht anders, dann müsst ihr bedenken, dass ihr diese Zwischenwände ebenfalls anpassen müsst. Um den Umriss auszusägen, wollen wir euch hier mal das Vorgehen mit einer Stichsäge zeigen. Dafür bohrt ihr zunächst Löcher in die Ecken. Der Durchmesser des Bohrers sollte dabei groß genug für das Sägeblatt sein. Bei uns war es ein 10er-Bohrer. Setzt dann die Stichsäge in diesen Löchern an, um den Ausschnitt auszusägen. Lasst euch hier ruhig etwas Zeit, um einen geraden und präzisen Schnitt zu erzeugen. Ja, und anschließend folgt der Passtest. Na also, Test bestanden. Das Krepper, das könnt ihr jetzt wieder entfernen. Bevor wir die Spüle einbauen können, wird die Schnittkante mit wasserdichtem Silikon abgedichtet, damit die Platte vor Feuchtigkeit geschützt ist. Zuerst ordentlich Silikon auftragen, dann mit dem Japan-Spachtel verteilen und trocknen lassen. Jetzt kümmern wir uns um den Übergang zwischen beiden Arbeitsplatten. Auch hier versiegeln wir die Schnittkante mit Silikon. Ordentlich auftragen und mit dem Japan-Spachtel das überschüssige Silikon abziehen. Dann setzen wir den Eckverbinder ein und verschrauben ihn mit der Arbeitsplatte. Schiebt jetzt die Platte wieder an die passende Stelle und schon habt ihr einen sauberen Übergang. Jetzt noch die beiden Arbeitsplatten von unten mit den Schränken verschrauben, dann können wir die Spüleinheit wieder einsetzen.
Montiert am besten den Wasserhahn und die Ablaufgarnitur im ausgebauten Zustand. Das macht die Arbeit hinterher leichter. Die Montage des Wasserhahns hängt ganz von dem Modell ab, das ihr vorliegen habt. Wir haben hier eine Montage mit einer Überwurfmutter. Wie das Montieren verschiedener Armaturen funktioniert, zeigen wir euch in einem anderen Video, das wir euch unten verlinkt haben. Ist alles fachgerecht angebracht, kann es losgehen. Jetzt kann die Spüle endgültig eingesetzt und von unten verschraubt werden. Die Flexschläuche werden wieder mit den Eckventilen verbunden. Und dann könnt ihr das Wasser aufdrehen. Wasser läuft, Spüle sitzt und hält dicht. Zu guter Letzt wird auch noch das Kochfeld eingesetzt und über den Adapter angeschlossen. Jetzt könnt ihr den Strom wieder einschalten und den Herd überprüfen. Die Arbeitsplatte sieht zwar schon ganz gut aus, aber wir wollen noch die letzten Feinheiten erledigen. Die seitlichen Schnittkanten werden mit sogenannten Kantenumleimern verschönert und versiegelt. Die gibt's in allen möglichen Farben und Dekors, da findet ihr sicher was Passendes. Drückt sie auf die Fläche und befestigt sie einfach durch Erhitzen mit einem Bügeleisen. Danach nochmal mit einem Holzblock oder was ähnlichem fest andrücken. Überstände könnt ihr einfach mit Schere und Stecheisen abtrennen. Geht ihr möglichst sorgfältig vor, denn umso schöner sieht gleich das Gesamtergebnis aus. Ganz fein wird es, wenn ihr die Kanten des Umleimers auch noch mit Schleifpapier entgratet. Schublade und Schranktüren können jetzt wieder montiert werden. Und zu guter Letzt wird der Wandabschluss noch mit Leisten versehen. Diese könnt ihr mit einem Inneneckverbinder über Eck anbringen. Messt erstmal die benötigte Länge ab und kürzt das Stück dann mit Hilfe einer Gehrungslade und einer Metallsäge ein. Die Leisten sitzen übrigens auf einem Steckprofil. Um sie schnell anbringen zu können, zieht ihr diese am besten einmal ab. Schraubt das Profil mit Hilfe eines Akkuschraubers an die Platte und steckt die Leisten anschließend wieder auf. Die Enden noch mit Schlussklappen bestücken und fertig. Mit Stolz blicken wir auf unsere neue Küche und kommen zu dem Ergebnis, das hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt wünsche ich viel Erfolg beim Austauschen eurer Arbeitsplatte. Und damit ihr das Projekt zu Hause nachmachen könnt, haben wir euch übrigens eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, inklusive einer Material- und Werkzeugliste. Und die findet ihr wie immer unter dem Video. Und jetzt viel Spaß in eurer eigenen Küche. Und wenn ihr weitere Projekte habt, dann guckt doch mal bei uns auf dem Kanal. Denn alles machbar mit Obi.